Seit 2 Jahren bin ich nun schon Klassenlehrer der 13E. Vor 2 Jahren übernahm ich die erste Abiturklasse als Klassenlehrer und ich war sehr aufgeregt, als ich damals in die vielen unterschiedlichen Gesichter meiner damaligen Elften sah. Am Anfang war alles noch chaotisch gewesen. Und da ich mit 29 Jahren noch ein recht junger Lehrer war und keine Erfahrung hatte, musste ich erstmal mir meine Anerkennung und den Respekt bei den Schülern verdienen. Doch mit der Zeit lernte ich die Klasse, die einzelnen Schüler und Schülerinnen genauestens kennen. Ich lernte nicht nur ihre Namen, ihr Alter oder ihr Potenzial, ich lernte auch sie wirklich kennen. Ich wusste zum Beispiel, wer mit wem befreundet war, wer auf wen stand, wer hitzköpfig gewesen ist oder wer eher Ruhe brauchte. Maria zum Beispiel war unfassbar intelligent und talentiert, doch sehr still und zurückgezogen. Tatjana und Erik interessierten sich nicht für die Schule, sondern eher füreinander. Um ihre Aufmerksamkeit auf das Geschehen im Unterricht zu fokussieren, musste man sie möglichst weit auseinandersetzen, damit nicht mal ihre Blicke sich treffen konnten. Lilly und Kevin störten gerne und auch oft den Unterricht mit ihrem doch sehr kindischen Humor. Doch da ich früh dies immer verhinderte, konnte ich auch die beiden unter Kontrolle bringen. Und Janina war sehr beliebt bei den Jungs der Klasse gewesen, aber sie interessierte sich mehr für Sport und außerschulische Aktivitäten als für meine Fächer Deutsch und Philosophie. Doch das alles war okay für mich. Je mehr ich meine Klasse verstand, je mehr ich ihre Facetten erkannte, umso mehr konnte ich meinen Unterricht auf sie zuschneiden und perfekt machen. Ich wollte für sie der perfekte Lehrer sein. Zugegeben, dies lag vermutlich noch an meinem Eifer, dass ich die erste Klasse, die ich unterrichtete, zu einem tollen Abi bringen wollte. Ein wenig, um mir selbst zu beweisen, dass ich es als Lehrer drauf hatte und für diesen Job perfekt geeignet war. Und alles lief auch super, die Noten meiner Klasse wurden immer besser und besser. Doch dann in der 13. Klasse kam es zu einer Veränderung. Kurz bevor die Ferien zu Ende waren, erfuhr ich, dass eine neue Schülerin, Lena, in unsere Klasse kommen sollte und bei mir ihr Abitur abschließen würde. Ein Wechsel in der 13. Klasse, so kurz vor dem Abschluss, war ungewöhnlich gewesen. Ich fragte sofort, wie es zu diesem späten Wechsel kam und erfuhr von dem Schulleiter, dass sie aus einer anderen Stadt käme, mehr als 100 Kilometer entfernt. Ich solle der Klasse einfach sagen, dass sie hierher kam, da ihr Vater von der Arbeit umziehen musste. Doch ich erfuhr gleichermaßen, dass dies nicht wirklich der wahre Grund gewesen ist. In Wahrheit musste sie aus ihrer alten Umgebung raus, weil etwas an ihr besonders war. Sie sei sehr speziell gewesen. Man sagte mir, dass diese Lena sehr kühl war, häufig schon fast apathisch wirkte und nur den Unterricht mit ansah und alles um sich herum nicht mehr beachtete. Doch dies war nicht der Grund für ihren Schulwechsel. Das Problem war, dass sie wunderschön sein sollte. Als ich dies erfuhr, verwirrte mich das. In einer Klasse gibt es immer Schüler oder Schülerinnen, die optisch mehr auffielen als andere, doch das hatte noch nie irgendwie zu Problemen geführt. Manchmal hatte jemand Liebeskummer oder passte weniger auf, doch immer war alles in Ordnung gewesen. Bei Lena war das jedoch scheinbar anders. Sie war so hübsch, dass sich alle Jungs in sie verliebten. Doch egal wie viele Jungs verliebt waren in sie, sie ignorierte alle. Es wirkte fast so, jedenfalls wurde mir das gesagt, als wäre sie kein normaler Mensch gewesen, der sich dafür irgendwie interessierte. Sie ließ immer alle Jungs oder alle, die sie verehrten, abblitzen, und so kam es vermehrt zu Streitigkeiten in der Klasse, in der sie gewesen ist. Jungs pöbelten sie an oder griffen sich gegenseitig in der Klasse einfach an, nur um Lena zu beeindrucken, obwohl diese sich dafür nicht interessierte. Fast so wie wilde Tiere, die versuchten, durch Revierkämpfe ein Weibchen zu beeindrucken, schlugen sich die Schüler auf einmal ins Gesicht. Mehrfach kam es zu blutigen Nasen oder teilweise auch schwereren Verletzungen. Ein Junge musste sogar behandelt werden, weil er in Lebensgefahr schwebte, nachdem es zu einer starken Handgreiflichkeit gekommen war. Auch wurde Lena mehrfach begrapscht, auch wenn sie dies eher kalt ließ. Nachdem das zu viel wurde, entschieden sich die Eltern dazu, Lena zu ihrer Oma hierher zu schicken. Nur ein einziges Jahr bräuchte sie noch für ihr Abi und dies sollte nun einfach in meiner Klasse passieren. Das Ganze klang merkwürdig, doch natürlich stimmte ich zu. Jede neue Schülerin und jeder neue Schüler war stets willkommen in meiner Klasse.
Und so vergingen noch ein paar Tage und dann kam der erste Schultag nach den Ferien. Ich kam in die bereits gefüllte Klasse, sah mich um und sah in die alle mir so vertrauten Gesichter. Sie waren genervt, dass die Ferien vorbei waren, doch waren mehr oder weniger aufmerksam. Sie wussten noch nichts von ihrer neuen Klassenkameradin und da sie erst in der zweiten Stunde dazukommen würde, konnte ich die Zeit nutzen, meine Klasse zu informieren. In ruhigem Ton begrüßte ich die Klasse, fragte nach, wie ihr Sommer so war und begann dann zu erzählen, dass gleich ein neues Mädchen in die Klasse kommen würde. Ich erzählte ihnen von Lena und sagte, dass sie neu hergezogen war, dass sie eben hierher zu ihrer Oma gekommen ist, so wie es mir aufgetragen war. Ich hatte ihnen gesagt, dass sie bitte sie nett aufnehmen sollten. Ich verschwieg die Probleme, die sie in der alten Klasse gehabt hatte, um sie nicht von vornherein in Probleme hier zu stürzen, weil die Leute wissen würden, dass es Probleme bei ihr gab. Und dann im Laufe der Stunde öffnete sich plötzlich die schwere Klassenzimmertür. Und dann trat ein Mädchen in den Raum. Ihr Eintreten löste sofort eine Stille aus. Eine Stille, die beinahe durch Mark und Bein ging. Keiner sprach mehr ein Wort. Alle Augen waren nur auf das Mädchen an der Tür gerichtet. Dort stand sie. Sie war rund 1,70 groß, hatte einen schlanken Körper, über den sie ein weißes Top und eine Jeans gezogen hatte. Auf ihren Schultern lagen ihre langen, schwarzen Haare und sie bildeten den starken Kontrast zu ihrer nahezu schneeweißen und makellosen Haut. Sie trug einen roten Lippenstift und schwarzen Eyeliner, doch auffälliger als der Eyeliner waren ihre Augen. Sie hatte zwei tiefblaue Augen und einen Blick, der arrogant und leicht verschlafen zugleich wirkte. Ihre Augenlider hingen etwas herab und gaben ihr ein Aussehen, als würde sie bereits beim Eintritt in die Klasse sich für etwas Besseres halten. Als ihre Augen zu mir sahen und mir direkt in meine starrten, hatte ich das Gefühl, als würde sie durch meine Augen hindurch in meinen Kopf gucken. Als könnte sie auf einmal wissen, was ich denke. Ich bekam sofort eine Gänsehaut, die angefangen bei meinem Nacken sich den ganzen Körper hinunterarbeitete. In dem Moment, wo wir sie alle sahen, dachten wir vermutlich alle das Gleiche. Sie war verdammt hübsch gewesen. Ich schüttelte mich kurz und fasste dann wieder einen klaren Gedanken. Sie war meine Schülerin gewesen. Ich sollte nicht solche Gedanken haben, dass sie hübsch war. Ich begrüßte sie herzlich und sagte, dass sie sich doch neben Janina setzen sollte. Ich hatte extra einen Platz am Rand freigemacht, damit sie nicht zwischen irgendwelchen Jungs sitzen musste. Sie sah zu dem Platz und sagte dann nahezu emotionslos: Danke. Mehr Worte, Begrüßung oder eine Vorstellung hatte sie nicht für die Klasse übrig. Sie ging still dorthin, setzte sich neben Janina und ich bemerkte sofort, dass Janina den gleichen Schauer über den Rücken bekam wie ich, als Lena sich zu ihr setzte. Und dann begannen die ersten Schultage und von Tag zu Tag wurde die Situation in der Klasse seltsamer. Ich merkte, wie abgelenkt die Jungs in der Klasse von ihr waren, doch ich bemerkte auch, dass etwas mit ihr nicht stimmte. Sie ignorierte fast immer, wenn Leute mit ihr sprachen, oder sie gab nur kurze, kühle Antworten. Sie sagte nie mehr, als nötig war, und doch schaffte sie es, dass jeder genau das tat, was sie wollte. Jungs brachten ihr Essen, obwohl sie dafür kein Danke bekam, oder sie trugen ihre Sachen zu den unterschiedlichen Räumen. Sie verstand es, allein durch ihr bezauberndes Aussehen alle Jungs zu kontrollieren. Immer wieder erwischte ich mich, wie auch ich sie ansah und mich in ihrem Gesicht, in ihrer makellosen weißen Haut und in ihren wunderschönen Haaren verlor. Doch immer wieder, wenn ich dies tat, musste ich mich fassen. Sie war 18 gewesen, okay, aber sie war meine Schülerin. Solche Gedanken, wenn auch nicht absichtlich, gehörten sich nicht. Sie würden zu einem Jobverlust führen, wenn das Ganze rauskommt. Und doch, auch wenn ich wusste, dass es falsch war, konnte ich mir ab und zu nicht helfen. Manchmal saß auch ich im Unterricht vorne, schaffte es nicht mehr, den anderen Schülern zuzuhören und starrte sie einfach nur an. Mein tranceartiger Zustand wurde nur dann immer unterbrochen, wenn entweder jemand mich direkt ansprach und mir sagte, dass ich gerade nicht aufpasste, oder sie mit ihren Augen meinen Blick erwiderte. Immer wenn wir uns ansahen, spürte ich die gleiche Angst, das gleiche ungute Gefühl in mir, doch auch die gleiche Aufregung und Faszination.
Ich schaffte es, die Situation für einige Wochen zu akzeptieren. Mir bereitete die Leistungsverschlechterung der Klasse Sorgen, doch ich versuchte es so gut es ging zu ignorieren. Doch mir, sowie vermutlich der ganzen Klasse, ging Lena einfach nicht aus dem Kopf. Ich bekam sogar Albträume von ihr. Träume, in denen ich mich hilflos fühlte und in denen ich das Gefühl hatte, verfolgt zu werden. Und stets sah ich sie in den Träumen. Stets sah ich ihre langen schwarzen Haare und ihre perfekte helle Haut. Und stets wachte ich auf, nachdem ich in ihre klaren Augen sah und lag dann schweißgebadet und schnell atmend in meinem Bett. Und dann, kurz vor den Weihnachtsferien, kam es zum Zwischenfall. Als ich in die Klasse trat, sah ich, wie zwei Jungs in meiner Klasse in eine Prügelei gerieten. Beide waren keine aggressiven Typen gewesen, eher im Gegenteil. Doch plötzlich schlugen sie sich, ohne Rücksicht und mit voller Kraft ins Gesicht, bis einer von den beiden sich eine schwer blutende Platzwunde am Auge zuzog und der andere sich in der Prügelei die Nase brach. Ich sah dies, als ich gerade den Klassenraum betrat, und ging sofort dazwischen. Ich nahm beide beiseite und brachte sie zum Krankenzimmer, und dort fragte ich sie, was in sie gefahren sei, wieso sie sich plötzlich schlugen, und getrennt voneinander sagten mir beide, dass sie es wegen Lena taten. Angeblich hätten ihre Augen es ihnen befohlen, als hätte ein Blick von ihr den beiden das Gefühl gegeben, sie müssten nun anfangen, um sie zu kämpfen, sie beeindrucken, damit sie sich in sie verliebt. All die Probleme, die an der alten Schule gewesen sind, wiederholten sich. Und ich wollte das Ganze nicht mehr zulassen. Ich wollte nicht zulassen, dass im letzten Jahr meine Klasse so bergab geht. Sollte sie wirklich irgendwie die beiden angestiftet haben, musste ich einen Riegel dazwischen schieben. Und ich musste mit ihr darüber reden. Ich ging zu ihr und sagte, dass wir reden müssten. Ihre Augen warfen einen abtrünnigen und gelangweilten Blick auf mich und wieder zuckte ich zusammen und sah mir einen Augenblick ihr wunderschönes Gesicht an. Ich sah in ihre blauen Augen, die perfekt zu ihrer weißen Haut passten. Ich wollte ihr eigentlich nur sagen, dass sie nach der Schule hier warten sollte und wir dann reden werden, doch stattdessen sagte ich, sie solle nach der Schule zu mir kommen. Das war unangebracht und ich wusste, dass ich so etwas nicht hätte sagen sollen. Ich sollte keine Schülerin zu mir nach Hause einladen. Doch die Worte kamen aus meinem Mund, als hätte ich keine Kontrolle mehr über sie. Als würde sie die Worte aus mir rausziehen, die sie hören will. Nachdem ich gesagt hatte, sie soll nach der Schule zu mir kommen, sah sie mich einfach nur mit ihrem kühlen Blick an und sagte dann: Okay, ich komme heute Abend. Den ganzen Tag nach der Schule machte ich mir Gedanken, was das sollte und ob ich ihr irgendwie noch sagen solle, dass sie nicht vorbeikommen müsse. Doch was gesagt wurde, war bereits gesagt worden. Und so wartete ich. Ich saß da abends in meinem Wohnzimmer und blickte starr auf die Uhr. Und um Punkt 19 Uhr klingelte es dann an meiner Tür. Ich öffnete sie und da stand Lena. Sie war mit dem Rad vorbeigekommen und für einen Moment war ich wieder wie gefesselt von ihrem Aussehen. Doch schnell wurde ich zurück zur Besinnung geholt, als sie Folgendes sagte: Da bin ich. Sie wollten reden? Ich lud sie zu mir ins Wohnzimmer ein und wir fingen an, uns zu unterhalten. Die nächsten Momente sind in meinem Kopf nur noch verschwommen. Und ich schäme mich für das, was passierte. Doch ich weiß nur, dass ich anfangen wollte, sie zu fragen, ob sie die Jungs zum Streit animierte. Doch stattdessen erinnere ich mich nur, dass ich sie lange anstarrte. Ich weiß nicht genau, was diesen Abend bei mir im Wohnzimmer passierte, was ich sagte, und ich weiß auch nicht, was ich tat. Ich weiß nicht, was über mich kam, als ich mit meiner 18-jährigen Schülerin am Abend in meinem Wohnzimmer war. Doch ich weiß noch ganz genau, wo der Abend endete. Und zwar in meinem Schlafzimmer. Es war dunkel geworden und das helle Licht des Vollmondes schien durch mein Schlafzimmerfenster auf die nackte, beinahe schneeweiße, makellose Haut. Ich sah ihre perfekte Haut und ihre wunderschönen schwarzen Haare in meinem großen Schlafzimmerspiegel an. Ich blickte sie für einen Moment einfach nur an, sah die nackte Haut vor mir. Die Haut war so rein und so bezaubernd, die Haare so glatt und perfekt. Und doch, obwohl alles so wunderschön aussah, war der Zauber
und die Faszination, die die letzten Wochen mich in eine Trance versetzt hatten, verflogen. Noch ein letztes Mal sah ich mir ihre Haut, ihre Haare und ihr wunderschönes Gesicht an. Noch ein letztes Mal blickte ich in meinem Schlafzimmerspiegel auf die Schönheit, die mich so faszinierte. Doch mir war klar gewesen, warum der Zauber für mich verflogen war. Denn sowohl ihr Gesicht als auch ihre Haut und ihre Haare waren deutlich schöner gewesen, als sie noch an ihrem Körper hing und sie nicht blutig abgetrennt an meinem waren.